Willkommen beim BAMF. Wir haben hier eigentlich immer den Tag der offenen Tür, aber heute haben wir Sie eingeladen, um Ihnen zu zeigen, dass es nicht so schlimm ist, wie die Leute immer behaupten. Als erstes kommt der Geflüchtete in einen großen, gemütlichen Aufenthaltsraum. Natürlich sind wir bemüht, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten. Und das hier, das ist unsere Schlange für das beschleunigte Verfahren. Syria, welcome to Germany. Syria? Algeria. Welcome to Germany. Syria? Müller, Hausmeister. Welcome to Germany. Syria? Hier finden gerade die Anmeldungen statt. Hier arbeiten nur die besten Mitarbeiter. Mindestens 10 Tage Ausbildung. Der Computer spinnt. Dann lassen wir das einfach mit der Sicherheitsüberprüfung. Wir haben gerade ein bisschen IT-Probleme, weil wir auf Windows 95 abgedatet haben. Hier werden die Entscheidungen getroffen, also wer bleiben darf und wer nicht. Das ist eine hohe Kunst, die nicht jeder beherrscht, daher ist die Personaldecke ein bisschen dünner. Wer Effizienz will, darf sich nicht an jede Regel klammern. Zum Glück denken wir im BAMF hier pragmatisch. Das ist der Werner, der kümmert sich um die Altfälle. Wichtig ist uns, dass die Stimmen der Mitarbeiter gehört werden. Hier darf jeder Vorschläge machen. Das ist ein Saustall hier. Ich habe eine Beschwerde geschrieben und die geht direkt an den Seehofer. Ja, und jeder darf seine Meinung sagen. I'm a very good lawyer for you. A very, very good lawyer. Apropos Beschwerden. Bei so vielen Fällen können natürlich kleinere Fehlerchen auftauchen. Wer das Gefühl hat, zu Unrecht abgelehnt worden zu sein, kann sich hier im Lawyers Room einen Anwalt nehmen und klagen. Irfan und Jahid zum Beispiel haben eine Erfolgsquote von 97%. Na, wir haben auch einen ziemlich guten Draht zu der Ulrike in Bremen. Wir sind so. Und sie hat ein Herz für Jesiden. Und komischerweise sind all unsere Mandanten Jesiden. Aber was sind eigentlich Jesiden? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir konnten durch diese kleine Führung verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen. Vertrauen? Zwangsversetzt haben die mich nach Deggendorf. Ja, wenn du das Maul aufmachst, wirst du gleich ruhig Ich hoffe, wir konnten durch diese kleine Führung verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen. Gerade bei einer Institution, die eines der heikelsten Themen unserer Zeit verantwortet, ist es entscheidend, dass verlässlich und gewissenhaft gearbeitet wird.